Los geht's. Die Morgenlinks mit einbettbaren Zeitungen, automatisierten Zeitungen und was ist eigentlich falsch mit diesen Zeitungen? Aber zu Zeitungen trinkt man am besten natürlich in Ruhe einen Kaffee. Ja, was ist eigentlich falsch mit diesen Zeitungen? Das fragt man sich nicht nur heute, sondern hat die Newsweek schon 1965 sich gefragt und Jim Romanesco hat diesen Artikel jetzt nochmal vorgekramt und das Lustige ist, dass man damals quasi schon dieselben Beschwerden hatte wie heute, dass die Zeitungen irgendwie die Technologie verpassen, hinten dran sind und die Journalisten zu schlecht bezahlen und sich keine Gedanken über ihr Produkt machen und auch die Inhalte lieblos auswählen. Ja, lieblos auswählen, das könnte man auch von einem neuen Projekt des Guardians behaupten, The Long Read, denn da wird gänzlich ohne Liebe, sondern einfach von Algorithmen ausgewählt. Es ist eine Gratiszeitung, die sie extra produzieren, einmal die Woche mit den besten Artikeln, aber eben nicht von einem Editor bestimmt, sondern allein auf Algorithmen basierend. Ist das ein Modell für die Zukunft? Hätte man sonst Angst, hier regiert dann die Welt der Klicks und wir haben nur noch Titelseiten aller die Bild-Zeitung, wobei hier der Guardian, glaube ich, einen Filter eingebaut hat, zu sagen, es geht darum, die besten langen Texte nochmal im Print dann einmal aufzubereiten. Spannendes Projekt. Ich bin bei Nerdcore drauf gestoßen. Der hat noch alle möglichen Links und die gibt es dann auch hier unten in der Videobeschreibung. Ja, Zeitungsartikel einbetten im Netz wäre ja auch noch eine Form, sie irgendwie anders aufzubereiten. Jürgen Kamrath hat sich da mal überlegt, wie das aussehen könnte und quasi Embeds für Zeitungsartikel zu erstellen, sodass es so ähnlich wie zum Beispiel heute schon ein Tweet oder eben ein YouTube-Video einbettbar wäre. Ich finde es einen spannenden Gedanken, wobei es natürlich immer ein bisschen schwierig ist mit so Frames und zum Beispiel bei Tweets ist es so, wenn der Tweet dann gelöscht wird oder geändert wird, dann ist er plötzlich weg. In Deutschland würde uns das mit dem Leistungsschutzrecht und dem unsicheren Zitatrecht natürlich einiges vereinfachen. Ich würde direkt von zum Beispiel Zeit Online ein Stück vom Artikel einbetten. Der Leser könnte auf meiner Seite bleiben und irgendwie würde Zeit Online aber trotzdem davon profitieren. Spannende Überlegungen, Link dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Ja, und wenn wir schon bei Zeitungen sind, dann weise ich doch auch nochmal auf meine Zeitungskolumne hin, die ich jetzt für die Allgemeine Zeitung im Zwei-Wochen-Takt schreibe. Und die erste davon gibt es jetzt nicht nur in der Zeitung, sondern auch auf netzfeuilleton.de. Es geht natürlich um Snowden und die NSA. Das Thema ist einfach zu wichtig, als dass wir es jetzt schon wieder unter den Teppich kehren könnten. Verlinke ich euch nochmal hier. Ansonsten verlinke ich euch hier oben nochmal die Chance, den Kanal zu abonnieren und den Newsletter, falls ihr das noch nicht habt. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit bis Weihnachten und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.